So, Leute, wir sind zurück hier in Planet Platinum und diesmal nicht im Kampfareal, nein, wir sind im Ewigwald oder am Ewigwald, denn wir suchen jetzt, und deswegen mache ich das Spiel jetzt auch ein bisschen schneller, wir suchen nach Celebi und nach Mew, genau, die gibt es nämlich hier im Ewigwald und dann muss ich nämlich nicht Mew machen und dann Mewtwo, sondern Mew und Celebi, und dann habe ich den Ewigwald abgehakt. So. Und wie ich ja glaube ich schon im zweiten Teil vom Aftergame gesagt habe, ich werde die Pokémon mit einem Meisterball fangen, weil ich zeige euch nur, wo man sie bekommt und wie man sie bekommt. Beide sind mit 1% hier im Ewigwald, also 1%ige Chance, also jedes 100. Pokémon ist ein Celebi, beziehungsweise ein Mew. Und ich denke mal gerade das Telefon klingelt, das macht aber gar nichts. Mann, schon wieder total neu. Ja, ich werde, denke ich mal, 2 Let's Catch Episoden machen. Heute und ja, Sichlo, yay! Und das kann jetzt ein bisschen dauern. Und ich weiß auch aber nicht, wie ich mit Camtasia, da hätte ich mich ja vorher mal ein bisschen mal Effekte Systemstempel. Ah, nein. Naja, egal. So, und ich werde das jetzt so lange machen, bis ich ein Celebi bzw. ein Mew gefunden habe. Also so lange werde ich das jetzt hier auch so aufnehmen. Danach werde ich das fangen, werde eine kleine Pause machen, werde offscreen nach dem anderen Pokémon suchen. Das wird bei den Pokémon, wo es, also zum Beispiel bei Raikou, Entei und Suicune, die an den 3 Seen sind, werde ich das nicht machen, weil da werde ich das, denke ich mal, alles einzeln machen. Aber hier, da wir am Ewigwald sind, wir kennen ja dann alle Pokémon eigentlich schon. Und deswegen, das ist das eigentlich das einzige, warum. So, I search for Celebi and Mew, yay! Celebi habe ich ja schon mal gesehen. Celebi habe ich auch schon gefangen. Und das war genau hier im Ewigwald. Ach ja. Und ja, ich hoffe mal, dass euch meine 3 Projekte gefallen. Weil es wäre sonst doof, weil manche freuen sich über Kirby, manche freuen sich über irgendwelche Puzzlespiele wie Adventures of Lolo, manche freuen sich über das Planet Platinum. Naja, ich weiß nicht, weil ich möchte es ja eigentlich jedem recht machen. Deswegen, ich werde auch, wenn diese 3 Spiele vorbei sind, denke ich mal, so einen kleinen Vote oder sowas machen oder ein kleines Video, wo ich ein bisschen dazu spreche und euch sage, ihr dürft voten. Welches Spiel ich als nächstes spielen soll. Hornweise, oh mein Gott, das ist wirklich das schlimmste Pokémon aller Zeiten. Das habe ich nämlich gesucht wie verrückt. Da ist mir, glaube ich, 2-mal Celebi eher vorgekommen. Und Hornweise hat irgendwie 10% oder so im Ewigwald. Ja. Und ich denke mal, ich werde heute diese Let's Catch-Folge machen und dann noch eine und dann nochmal normal Aftergame. Und im normalen Aftergame werde ich wahrscheinlich schon ein bisschen von der Duellzone machen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe es auch noch nicht aufgenommen, deswegen ich nehme das jetzt alles frisch auf. Und ich muss jetzt auch, glaube ich, wieder ein bisschen vorsorgen. Ein bisschen. Namensvetter! Scarabon! Yay! Ich muss jetzt auch ein bisschen wieder vorsorgen, weil die Schule fängt bald wieder an. Und ja, da muss ich schon wieder
Vollspeed geben. Ich hatte jetzt 2,5 Wochen frei, wo ich auch Videos gemacht habe. Und jetzt nehme ich sie halt sozusagen live auf, also immer einen Tag bevor sie hochgeladen werden. Sonst nehme ich sie ja immer am Stück auf. Ja, sonst nehme ich sie ja am Stück auf, irgendwie 6 Folgen und verteile sie dann über die Woche. Und das werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich in der Schule bin, auch wieder machen, dass ich dann wieder am Wochenende Videos drehe. Och Mann, und ich, wie viele Minuten laufe ich jetzt schon? 5 Minuten? Ich glaube ja. Wartet mal. Habe ich ein? Nein, natürlich nicht. Hätte ich jetzt ein Pokémon mit, was unter Level 70 ist, und dann hätte ich Schutz eingesetzt, dann müssten eigentlich nur die zwei kommen. Das mache ich jetzt auch, das mache ich jetzt wirklich. Weil Schutz wirkt ja eigentlich nur bei Pokémon, die über dem Level sind des Pokémons, was vorne ist. Bis gleich. So, wir sind wieder hier und ich habe jetzt mal Raikou genommen, was vom Sprite her sehr komisch aussieht, von hinten zumindest. Und jetzt probieren wir es einfach mal. Hier alles schön gecheatet. Ja, ich weiß, ich bin erbärmlich. Aber es musste sein. Ich hatte einfach keine Lust, das ganze Spiel nochmal neu zu spielen. Deswegen bin ich eigentlich durchgerusht. Und ich glaube, Celebi und Mew sind auf Level 70. Wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich mich irre, dann bin ich schlecht. Vielleicht sollte ich auch an eine Stelle gehen, wo mehr Grasfelder sind. Zum Beispiel hier. Kann ich nämlich immer schön hoch und runter und hoch und runter laufen. Ja, unglaublich toll. Das ist jetzt auch total interessant anzuschauen. Auch Schutz wirklich mehr. Ja, juhu. Und schon kommt wieder ein paar raus. Naja, ich mach's jetzt einfach so, ja. Wenn in den nächsten 2 Minuten kein Celebi oder Mew kommt, dann werde ich die offscreen suchen und dann werde ich sie euch zeigen. Und das kann wahrscheinlich wieder ewig und 3 Tage dauern, deswegen. Wormy, yay. Ne, Raikou ist eigentlich cool. Suicune ist auch cool. Entei auch. Aber me don't like Sam. La 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 la, bitte Pokémon. Obwohl, es müsste ja dann anders in den Kampf gehen. Es müsste ja dann irgendwie ein bisschen komisch in den Kampf gehen. Komm, bitte. Nein, ist auch keins da. Ich kann das jetzt so ein bisschen einschätzen. Wann kommt eins, wann kommt keins? Wann kommt eins, wann kommt keins? Yay. Yeah. Geiler Rhyme. Oh Mann, so ein Dreck. Kommt mal bitte ein Pokémon. Ach, Bormi. Könnt ihr jetzt auch alle besiegen und 3 Raikou leveln, aber es wäre ziemlich zeitaufwendig und würde auch bestimmt keinem so gut gefallen. Hey Paras. So, auch keins. Da. Also. Ja, ich mache jetzt, glaube ich, ich probiere es jetzt noch 3 Mal und dann, wenn kein Celebi oder Mew kommt. Das ist keins. Jetzt noch 2 Mal, wenn kein Celebi oder Mew kommt, dann werde ich das offscreen suchen. Wahrscheinlich wird dann bestimmt gleich beim ersten Mal es kommen. Aber ich will ja jetzt euch auch nicht damit langweilen. Okay. Bis gleich. So, oh, es ist so ätzend.
Ich habe noch kein Vieh gefunden. Noch weder Mew noch Celebi. Es ist so ätzend. Ich gucke jetzt schon seit einer guten Viertelstunde. Das ist so ätzend. Das ist die ätzendste Kacke, die ich jemals gesehen habe. Warum ist mir sowas eingefallen mit Let's Catch? Mano. It's unbelievable. Und es laggt wieder, das ist so ätzend. Vor allem, ich habe nichts anderes auf. Das ist. Ja gut, YouTube, ich lade gerade das hoch, aber. Oh Mann, das ist so bescheuert. Dum